Die Businessfragen GmbH produziert gehobene Büromöbel. Die Fixkosten belaufen sich auf Euro 150.000. Die variablen Kosten betragen Euro 250 pro produziertes Möbelstück. Der Verkaufspreis pro Stück liegt bei Euro 500. Es werden pro Jahr 4.500 Stück produziert und verkauft. Ermitteln Sie rechnerisch den Gesamtgewinn der Businessfragen GmbH. Sehen wir uns zuerst einmal die Formel an, die wir hier anwenden können. Und hierfür benötigen wir die sogenannte Gewinnfunktion. Und die Gewinnfunktion bzw. der Gewinn wird errechnet, indem wir den Erlös oder die Kosten vom Erlös abziehen. Und wenn wir uns hier jetzt diese Aufgabenstellung etwas genauer anschauen, so sehen wir, dass wir ja den Gesamtgewinn ermitteln wollen und dementsprechend müssen wir eben zuerst einmal den Erlös bzw. die Kosten ausrechnen bzw. uns die Formeln für den Erlös bzw. die Kosten ansehen, weil wir haben hier weder den Erlös gegeben noch die Kosten gegeben in der Angabe. Und dementsprechend benötigen wir einmal als erstes die Erlösfunktion. Und die Erlösfunktion lautet Nettoverkaufspreis mal Stück. Das heißt, hier für diesen Erlös können wir in unsere Formel nun einsetzen Nettoverkaufspreis, der ist hier gegeben mit 500 mal Stück 4.500. Das heißt, der erste Teil der Formel lautet einmal 500 mal 4.500. Und dann müssen wir uns im nächsten Schritt noch diese Kostenfunktion bzw. die Kosten anschauen. Und diese errechnen wir, indem wir die Fixkosten plus die variablen Kosten mal die Stück rechnen. Das heißt, auch hier diese Formel müssen wir jetzt wieder bei diesen Kosten einsetzen, weshalb hier dann dieser Kostenteil lautet 150.000 Fixkosten plus 250 variable Kosten mal 4.500. Und wenn wir das Ganze dann jetzt einsetzen, so lautet die Gewinnfunktion oder die Rechnung für den Gewinn 500 Nettoverkaufspreis mal verkaufte Stück 4.500 minus 150.000 Fixkosten plus variable Kosten pro Stück von 250 mal 4.500 Stück. Und somit kommen wir auf einen Gewinn von 975.000 Euro für die Businessfragen GmbH.